hielten, einen rücksichtslosen Angriffskrieg zu beginnen. Adolf Hitler und sein Propagandaminister Josef Goebbels haben sich strafrechtlicher Verfolgung durch Selbstmord entzogen. Als SS-Chef Heinrich Himmler gefangen wird, zerbeißt er eine Zyankali-Kapsel, wie sie viele hohe Naziführer bei sich tragen. Jackson fürchtet, dass sich Hitlers Gefolgsleute auf ihre Gehorsamspflicht berufen werden. Deshalb greift er zu einer bewährten Anklagestrategie. Strebungen in Amt und Würden sitzen, hinausgehen. Preußen wieder zum ersten und stärksten Bollwerk der deutschen Nation zu machen, ist meine Aufgabe. Ich werde sie mit dem Einsatz meiner ganzen Kraft, mit rücksichtsloser Entschlossenheit und mit eisernen Nerven durch. Overnight. Über Nacht. Ordentlich satt geworden, Cäsar. Los, schön, spring, hopp! Hitler schien seinem alten Weggefährten blind zu vertrauen. Und dank eines weitreichenden Spitzelapparates konnte Göring seinen Führer ständig mit brisanten Informationen aus Staat und Partei versorgen. Längst gab es auch eine neue Gefährtin an seiner Seite. Schon kurz nach dem Tod seiner Frau Karin hatte Göring die Schauspielerin Emmy Sonnemann erwählt, die sich als Seelenfreundin und Trösterin des Witwers hervortat. Emmy Sonnemann gab vornehmlich am Theater, zuweilen auch im Film, die biedere deutsche Hausfrau. So verkörperte sie 1934 die Gattin des Schweizer Nationalhelden Wilhelm Tell. Als preußischer Ministerpräsident ebnete Göring seiner Emmy den Weg für ihre Karriere. Seine verstorbene Frau hatte er trotzdem nie vergessen. Auf dem Friedhof von Lovö, ganz in der Nähe von Stockholm. Die Massen jubeln dem Führer zu. Auf Görings Geheiß waren in dem Schmelztiegel der Idee hineingeworfen, was auseinanderstrebte und gegeneinander stand. Parteien, die Klassen, die Stände, die Konfessionen. Auf dem starken Fundament der nationalsozialistischen Weltanschauung erhebt sich heute wieder festgefügt die deutsche Wehrgemeinschaft. Im Geheimen hatte Göring seit der Machtübernahme der Nazis die deutsche Luftrüstung betrieben. Anfang 1935 bestätigte er erstmals öffentlich die Existenz der Luftwaffe und erreichte, dass sie ein eigenständiger Wehrmachtsteil wurde. Als deren Oberbefehlshaber gelangte Göring so auch in die höchste militärische Führung des Dritten Reiches und wurde zu einem Motor der Aufrüstung. Oder Arschverwandten blutet, der durch mein Verhalten beweist, dass er gewillt und geeignet ist, in Treue dem deutschen Volk und Reich zu dienen. Ehen zwischen Juden und... Richter und Ankläger kommen aus den USA, Großbritannien, Frankreich und der Sowjetunion. Das Weltgericht tagt. Er stand auf mit einem Stück Papier in der Hand und sagte so etwas wie: Bevor ich mich zu der Anklage äußere, möchte ich Folgendes erklären. Bevor ich die Frage des Gerichtshofes beantworte, ob ich mich schuldig oder nicht schuldig bekenne. Das Gericht fiel ihm ins Wort. Sie müssen sich schuldig oder nicht schuldig bekennen. Oder schuldig mit einer Erklärung. Nach diesem Einspruch rief er: nicht schuldig. Nicht schuldig. Ich bekenne mich im Sinne der Anklage nicht schuldig. Das war ein erstes Anzeichen seiner Fähigkeit, das zu sagen, was er wollte, anstatt auf Fragen zu antworten. Ich bekenne mich im Sinne der Anklage für nicht schuldig. Ein Angeklagter nach dem anderen lehnt ein Schuldbekenntnis ab. Kein einziger will Verantwortung übernehmen für die Verbrechen des Dritten Reiches. Ich bekenne mich nicht schuldig. Jetzt will Hermann Göring endlich seine sorgfältig vorbereitete Erklärung abgeben. Doch der Reichsmarschall wird sich gedulden müssen. Sie können jetzt nicht zum Gericht sprechen, außer durch Ihren Verteidiger.